Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich mit dem X-Tole M1 meine eigenen Stempel gemacht habe. Ihr könnt dazu fast jedes Bild verwenden. Ich habe hier eine Grafik von Elements Envato. Ihr bekommt im Internet aber auch viele kostenlose Bilder, zum Beispiel bei Pixabay. Hier nehme ich jetzt die Farbe aus meinem Bild. Und als nächstes benutzen wir ein Radiergummi, um alles wegzuradieren, was wir nicht benötigen. Denn ich möchte nur den Weihnachtsmann als Stempelabdruck haben. Die Feinheiten verkleinere ich jetzt das Radiergummi etwas. Und jetzt nutze ich den Zauberstab und mache alle schwarzen Linien transparent. Das Ganze speichern wir und richten das Bild jetzt so aus, dass die transparenten Linien weiß sind und der Rest schwarz. Ich habe mir überlegt, dass der Weihnachtsmann ungefähr 6 cm breit sein soll. Das gebe ich hier oben ein. Und jetzt machen wir noch die Konturenlinien für den Schnitt. Und zwar gehe ich da auf Offset und stelle das auf 0, weil ich die Konturenlinie ja direkt am Weihnachtsmann haben möchte. Jetzt lege ich meine Gummimatte ein. Das ist eine ganz normale Stempelgummimatte. Der Punkt sollte in der Mitte der Matte sein und ich fixiere das Ganze jetzt mit 4 Magneten. Durch die integrierte Kamera können wir jetzt den Weihnachtsmann auf dem Bildschirm sehen und ihn richtig platzieren. Wirklich schön an diesem Gerät ist die Sicherheit, dass alles in einem geschlossenen Gehäuse ist. Und auch der Luftreiniger ist eine tolle Sache. Dadurch kann ich in meinem Bastelzimmer arbeiten, ohne dass irgendwas staubt oder irgendwelche Gerüche entstehen. So, und mein erster eigener Stempel ist fertig und ich bin ziemlich begeistert von dem Ergebnis. Bei Stempelabdrücken mit Schriftzügen müsst ihr darauf achten, dass ihr den Stempel spiegelt. Also bei mir ist es jetzt egal, in welche Richtung die Mütze zeigt, aber bei einer Schrift muss der Stempel gespiegelt werden. Damit der Stempel jetzt auf unserer Stempelhilfe oder auf dem Acrylblock haftet, müssen wir EZ Mount an dem Stempelgummi anbringen. Denn ohne dieses EZ Mount haftet der Stempel nicht. Oder wir können natürlich auch den Gummistempel einfach auf einen Holzklotz kleben, aber ich möchte ja die Stempelhilfe nutzen oder halt einen Acrylblock. Am besten nehmt ihr für das EZ Mount ein Cuttermesser. An der Schere bleibt das ziemlich kleben.
Dann ziehen wir jetzt auch noch auf der Seite von der Haftfläche die Trägerfolie ab, damit das Ganze auf dem Acrylblock oder an der Stempelhilfe haftet. Das Schöne an der Stempelhilfe ist, dass wir mehrmals Stempelfarbe auftragen können, ohne dass das Bild verrutscht. Ich zeige euch jetzt noch die Verwendung mit dem Acrylblock. Auch hier haftet der Stempel ganz leicht. Allerdings können wir hier nur einmal Farbe auftragen, weil wenn wir nochmal über das Bild gehen würden, würde das Motiv hier verrutschen. Ich habe mich hier für Aquarellstifte entschieden und vermale alles mit einem Wassertankpinsel. Und weil der Weihnachtsmann so viel Freude gemacht hat, habe ich noch mehr Stempel gefertigt. Und zwar aus diesem Bild sind die Stempel entstanden.